bringt nicht richtiges Zeug. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Okay. Ja, mit wem? Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Na komm. Diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Unfassbar. Es funktioniert. Geschafft. Es ist ein Hoffnungsschimmer. Yeah. Genau das brauchen die Leute. Ja, doch. Es ist mehr als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren. Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik. Allerdings freut es mich. Was hast du? Ich leite den Transfer ein. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Meine Herren. Ja, das will ich auch mal wissen. Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört.
Hey, hier hinsehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Was für ein Auftakt für unsere Mission hier. Ja. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Tora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, sie sind der neue Pathfinder. Okay. Ja. Wow. Okay. Wenn es so sein muss. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie kriegen das hin. Cora. Es war seine Entscheidung. Und ich respektiere sie. Aber die Aufgabe des Pathfinders ist eine große Verantwortung. Sind Sie dafür bereit? Mhm, ich kann es lernen. Ich muss es sein. Was? Das hat mein Vater schon entschieden. Ja, es liegt mir... Ja. Es gibt sicher vieles, was ich nicht weiß. Aber ich werde es lernen. Falls es Ihnen hilft, ich bin für Sie da. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja. Der Zustand ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Okay. Er hat mir nie was davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken.
Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Na, wenn da mal nicht schon wieder irgendwas schief gelaufen ist. Und jetzt ballern wir uns durch die ganze... was soll das sein? Schiff? Abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Oh, Wiedersehen mit der Nexus. Mit der Bahn zur Nexus reisen, alles klar. So. Wir können gar nichts machen, ne? Wir sind jetzt einfach hier. Da gibt es denn vielleicht doch... Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Vielleicht gibt es ja da dann auch so eine Waffenbank oder so. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt So, wir machen hinne. Dass es eine Waffenbank gibt oder so, dass wir neue Waffen bauen können oder zumindest mal diese Mods einbauen, dass man irgendwas machen kann. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Okay, zum Folgen. Optionen halten. So. Die Besatzung der Nexus finden. So, was gibt's denn hier? Codex kann ich machen, ne? Wiedersehen mit der Nexus. Genau, verfolgen ein aus. Achso, ja. Folgen machen wir mal. Was gibt's denn hier noch alles? Das ist der Codex. Da gibt's immer eine neue Sache. Pistolen. Habe ich eine neue Pistole? Neu? Nee, ne? Präzisionsgewehr. Oh, das war neu. Ja, ich kann zerstören drücken. Kommt denn da was raus? Kriege ich die Rohstoffe vielleicht? Modschrotflinte, Modschritt, Präzisionsgewehr. Das Thermomagazin. Thermomagazinkapazität und somit die Anzahl der Schüsse. Ja gut. Panzerung, Verbrauchsobjekte. Obra Raketenwerfer. Achso, mit einem Universalwerkzeug abgefeuerter Explosionsgeschoss, das gewaltigen Schaden. Oh, gewaltigen. Forschungen. Waffenbaupläne. Wo habe ich die denn aber her, bitte? Aha. Aber da braucht man überall. Ich nehme, glaube ich, schon mal gesehen hier bei Details. Braucht man überall so ein Zeug. Eisen, Fluorid, Vanadium. Ja. Oh, das kann ich sogar bauen. Da habe ich auch einen Plan für. Na gut. Ressourcen haben wir. 3 Stück. Beryllium, Graphit und Magnesium. Ah ja. Gut. Tech-Materialien. Universalgelbehälter, oh jo. Das denn? Algorithmusfragment? Möbel, wo kommt das denn her? Siedlungskern, wo? Achso, aber das sind doch Sachen wert hoch. Bergungsgut, achso, das ist das wahrscheinlich nur, was man alles verkaufen kann. So. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind ja. Die ganzen Leute? Was ist das denn hier, hallo? Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Abina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid.
Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Ablauf der ja. Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt Ihrer Träume zu entscheiden. Reizt Sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür Sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Puh. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Ja, das stimmt schon. So, ach, wir machen mal das hier, ne? Vielleicht kriegen wir da einen Hinweis. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass sie das komplett falsch liegt. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt? Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Na, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. So, hier ist jetzt... Können wir die scannen? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist nee. Wie ausgestorben. Hier ist nicht mal Licht. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Ah jo, stimmt. Vielleicht kommt jetzt... Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Bauarbeiter. Hallo. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Ja. Ja. Ja, gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Okay. Ja. Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Meine Herren. Das, okay, ja, dann hören wir jetzt mal zu... Oh, er rennt! Er hat anscheinend keine Zeit zu verlieren. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilan. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Rasten jetzt alle aus? Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Ja, wir sind hier, um zu helfen. Nicht so froh wie wir. Ja, doch. Wir haben gehört, was passiert ist und sind bereit zu helfen.
Wir können jegliche Vorräte brauchen. Essen, Wasser, uns mangelt es an allem. Das ist Foster Addison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind sie es, Ryder. Sind sie dem gewachsen? Auf jeden Fall. Was? Ja. Ich bin vielleicht nicht ihre erste Wahl, aber ja, ich bin bereit. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmor Kesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Ach, das ist eine Frau. Aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Ja, das glaube ich auch da. Willkommen auf der Nexus. Ja, wir bedanken uns mal. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Sie haben ein Einsatzziel erhalten. Drücken Sie Option, um Ihr Logbuch einzusehen. Leiterin der Kommandozentrale Talia, wo ist der Fall? Okay. Mit Tan sprechen, mit Cash sprechen, mit Kandra sprechen, Wiedersehen mit der Nexus. Haben wir das geschafft? Ist das hier? Weiß man nicht. So, ich drück das mal. Ja. Und jetzt? Ach so, boah, jetzt müsste ich das alles einzeln hier mal aktivieren, damit das endlich da weggeht, dieses Ausrufezeichen. Hab ich denn hier bitte neues Panzerung? Neuen Helm? Nee. Naja, Brust auch nicht. Das alles kennen wir ja schon. Forschung. Einschutz einmal. So. Das ist alles alt. Okay. So, hier Waffenbaupläne haben wir neun gekriegt. So, jetzt haben wir alles entdeckt. Aber hier gibt's anscheinend nur priorisierte irgendwas. So. Du bist gerade kreisgerückt, das bin ich hier raus. Verbündete und Beziehungen anzeigen. Kann ich nicht. Okay, das ist auch nicht. Zusätzliche Aufgaben. Aufgabe, die Nexus kennenlernen. Ja, das verfolgen wir mal. Abgeschlossene Mission, ja, okay. Dann lernen wir doch mal die Nexus kennen. So, aber die Aliens, die sehen alle so fies aus und haben dann alle so eine entspannten Stimmen. So, jetzt gucke ich mal aber, ob man vielleicht jetzt hier mal manuell speichern kann. Ja, man kann das. Spiel speichern. Moment mal. Will mal vorher noch bei Fähigkeiten gucken, kann ich irgendwas machen? Nee. Hier ist Korra, können die aufsteigen? Oder warum ist da so ein... Ja, sie hat zwei Punkte. Oh. Kann sie denn hier machen? Xari-Elite-Einheit verbessert die Angriffsfähigkeit von Korra, indem sie ihre Asari-Elite-Ausbildung vertieft wird. Okay. Defensiv-Ausbildung.
ihrer ja, gefährlichen Situation am Leben zu bleiben. Okay, maximale Schildleistung und Schrotflintenschaden, Schrotflinten, okay. Okay, Nova kanalisiert Energie in einer Explosion mit hohem Schaden direkt um Cora herum. Achso, also das ist für Nahkampf wahrscheinlich gut. Sturmangriff verändert Coras Masse und schleudert sie auf einen Gegner zu. Stellt am Ende des Sturmangriffs einen Teil der Schildstärke wieder her. Sie schleudert sich selber auf den Gegner? Ist das so? Ich mach mal die Nova. Boom. Ja, das ist das Gefühl. Achso. Kann man das Video ja sehen. Tatsache. Sie springt auf den Gegner zu. Das machen wir mal. Dann kann sie nämlich noch mehr. Einen Punkt können wir jetzt noch vergeben. Nähe zu verstärken. Oh, das ist cool. Aber da muss ich 18 Punkte vergeben. Nee. Wir behalten jetzt erstmal den einen Punkt noch. Bei Liam machen wir das auch. Hallo. Ja. Ah, er kann die Granate, stimmt. Chaosangriff. Was ist denn der jetzt aber? Steht es irgendwo? Nee. Angriffsfähigkeiten, Waffenschaden, Waffenstärke und Verteidigung. Chaosangriff springt nach vorne und sticht mit seiner Universalklinge nach unten auf Gegner hinab, wobei die Energie entladen wird und alle Gegner in der Nähe betäubt. Oh. Boom. Cool. Und Splittergranate. Da könnte ich Punkt 2 für das Aufladetempo. Ja, 2 Punkte, soll ich die? Ich gebe die aus. Für die Granate. Andere wäre vielleicht auch schlau gewesen, aber. Okay. Ja. Was ist denn jetzt hier? Achso, hier. Bei Cora. Achso, weil sie einen Punkt noch hat. Okay. Nicht verfügbar. Hier gibt es noch Optionen. Das brauchen wir nicht. Inventar. Hier waren wir auch schon dreimal. Achso, ich wollte hier probieren, wie das hier funktioniert. Wurde das schon gespeichert? Neuer Spielstand? Achso, weil ich noch gar nichts gemacht habe. Das war wichtig. So, jetzt machen wir Schluss. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann mal an, was dieses Schiff hier überhaupt sein soll. Also dann bis zum nächsten Mal bei Mass Effect Andromeda.